Schließe deine Augen. Was siehst du? Manche von uns sehen gar nichts. Manche innere Welten. Aber wohl die wenigsten von uns können mit geschlossenen Lidern auch ihre Umgebung wahrnehmen. Heute beginnen wir unseren Kongress mit einer Frau, die weiß, wir alle sind dazu fähig, auch ohne Augen zu sehen. In ihrem Verein Nova Vision widmet sich Jaela unter anderem der Aufgabe, dieses Potenzial zu entfalten und zu aktivieren, besonders bei Kindern. Dabei geht es jedoch um weit mehr. Denn Jaela ist davon überzeugt, dass diese Fähigkeit lebensverändernd ist für das Bewusstsein der ganzen Familie. Als Kolumbianerin, die in Wien aufgewachsen ist, spricht sie 4 Sprachen und sie sieht es als Mission ihres Lebens, das Sehen ohne Augen in ganz Europa bekannt zu machen. Lassen wir uns von ihr ihr Herzensprojekt vorstellen. Begrüßt mit mir die klarsichtige und herzerfüllte María de las Mercedes Gómez Núñez. Schönen guten Abend alle hier im Raum und guten Abend an die, die online dabei sind. Es ist mir eine Riesenfreude, gestehe ich, vor so einem netten und großen Publikum dabei zu sein und mein oder unser Herzensprojekt, wie wir in Nova Vision es nennen, unser Herzensprojekt vorstellen zu dürfen. Ja, ich stamme aus Kolumbien, Spanisch ist meine Muttersprache. Ich durfte in Wien groß werden, die ersten 8 Jahre meines Lebens. Deswegen kann ich auch so gut Deutsch, jetzt weiß ich es auch warum. Und ich bin 5 Jahre lang in die französische Schule gegangen, deswegen kann ich Französisch genauso gut und Englisch, weil wir 3 Sommer lang immer wieder auch sogar in die Schule gegangen sind, weil dort noch Juli Schule ist, was uns als Kind natürlich nicht besonders gefallen hat, in die Schule im Juli zu gehen, aber hat gemacht, dass ich auch Englisch wirklich wie eine Muttersprache beherrsche. Und jetzt weiß ich auch endlich warum. Es ist meine Mission und es ist meine größte Freude und die erfüllendste Tätigkeit, die ich mein Leben lang gemacht habe, wobei alle meine Arbeiten mir Spaß gemacht haben, aber natürlich das, was Sehen ohne Augen macht, ist einfach das Schönste, was es gibt. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Für die, die mich noch nicht so ganz kennen oder vielleicht die einen oder anderen Videos noch nicht gesehen haben, ich habe vieles gemacht im Leben, hauptsächlich meine Sprachen haben mich da durch die vielen Arbeiten geführt, war jahrelang in der UNO-City tätig, also das ist in Wien, Vereinten Nationen, eine ganze Stadt sozusagen in der Stadt und habe dort gearbeitet, dann hat das Leben mir einen wunderschönen Weckruf geschickt. Ich war verheiratet, hatte 3 kleine Buben, 5,5, 3,5 und 20 Monate und von heute auf morgen, von gesund auf tot in 3 Tagen durch eine Bakterie. Das war effektiv mein Weckruf, zumindest für mich, für den Vater meiner Kinder nicht so ganz, weil ich habe mich ab dem Moment natürlich schon gefragt, was soll das Ganze, wozu sind wir hier, was ist das? Und ich habe das Glück, dass ich eine ältere Schwester hat, die wirklich eine Leseratte ist und die mich von Kolumbien aus 2, 3 Bücher empfohlen konnte auf Französisch von Moody über eben das Licht nach dem Tode und so weiter. Und da fing wirklich mein Aufweckprozess. Und ich habe vieles gelesen, vieles umgesetzt, weil darum geht es, nicht nur um Wissen zu sammeln, sondern umzusetzen. In die Tat umzusetzen, habe also mit Affirmationen hauptsächlich mich umprogrammiert und letzten Endes haben wir trotzdem, der Vater meiner Kinder und ich, noch ein 4. Kind in die Welt gebracht. Nach 5 Jahren war ich fit genug dafür und offen und freudig. Wir hatten eine Firma bis dahin auch aufgekauft und haben eben einen 4. Buben
immer wieder sage ich, wir haben nur diese eine Kuchenform gehabt, die von den Mädels, weiß ich nicht, wo die lag. Ja, bis es einfach so weit kam, dass ich einfach mich weiterentwickelt habe und der Vater meiner Kinder ist auf derselben Ebene geblieben und dann ging ein Miteinander einfach nicht weiter. Durfte durch eine wirklich sehr schwierige Scheidung gehen, auch wieder ein Wegprozess oder auch wieder ein Trageprozess, weil ich habe da wirklich gemerkt und gelernt und es erleben dürfen, dass mich das Leben trägt. Von dem Moment, ich war physisch total kaputt, ich konnte weder irgendeine Tätigkeit ausüben, ich konnte nur stehen oder liegen, von Sitzen war keine Rede und habe einfach dann den Entschluss gefasst, weil einfach Stimmen eine ganze Nacht mit mir gesprochen haben und dann habe ich die Entscheidung wirklich genommen, ich lasse mich scheiden und dann von da an hat mich wirklich das Leben getragen von einem Zufall zum nächsten. Und daher auch der Name, der Titel des Buches, das ich dann schreiben durfte, vom Leben getragen. Es gibt ein paar Flyers darüber draußen, wo ich einfach schreibe, wie ich erlebt habe, dass ich wirklich das Leben mich trägt durch die schwierigsten Zeit meines Lebens. Und ja, bis dahin wusste ich, ich möchte wissen, was ist meine Lebensmission. Ich habe bis dahin verstanden, wir kommen alle aus irgendeinem Grund hierher auf diese Welt, auf diese ganz besondere Schule und möchten einfach etwas lernen. Und ich habe immer wieder ja, gebeten, meditiert, aber auch so Gebote laut aufgesagt und im Leben einfach gebeten oder es soll mir sagen, was ist meine Lebensmission, was ist meine Lebensmission, was ist meine Lebensmission. Bis dahin hatte ich schon erfahren, man soll sich einfach Tätigkeiten zuwidmen für eben umsonst, aber die einem Spaß machen. Und zuletzt war es eben so, dass ich in der UNO-City 8 Jahre lang eine Vizepräsidentin für einen Bewusstseinsclub, den es da dort gab, Body, Mind and Spirit, so haben wir ihn genannt. Und ich war da die Vizepräsidentin insgesamt 8 Jahre. Ich war zuständig für das, was ich kann, einfach Leute einladen, Vorträge zu halten. Und das hat mir riesigen Spaß gemacht. Damit habe ich wirklich auch viele Leute kennenlernen dürfen. Und einer der letzten, die wir eingeladen waren, war Joe Dispenza 2016. Und im Newsletter von Joe Dispenza im Juni 2016, das war mein erstes Jahr, wo ich in die Pension ging, auch das Leben hat mich soweit klargemacht, im Laufe 2015, die Arbeit in der UNO-City macht mir wirklich keinen Spaß mehr, es ist Zeit etwas anderes und am 1. Jänner 2016 war ich offiziell in Frühpension und dann hat mich das Leben unterhalten, wie ich es nenne, ich habe mir das Handgelenk gebrochen, ich wurde von einem Hund gebissen und das waren die ersten 6 Monate. Und ich habe mich für alles bedankt. Bis dahin habe ich gewusst, man bedankt sich auch für Katastrophen, weil sie sind immer verdeckte Geschenke. Und im Juni 2016, Newsletter Joe Dispenza zeigt ein Video. Ich klicke es an und ich sehe lauter Kinder, die auf Englisch mit verbundenen Augen alles können. Und mein Herz war weg und ich habe gesagt, das will ich unterrichten. Habe dort angerufen. Recherchieren ist nicht meine Stärke, aber wenn das Thema stimmt, dürfte es auch wohl klappen. Habe erfahren, das Ganze kommt aus Mexiko. Bis dahin natürlich wusste ich auch, es gibt keine Zufälle. Genau im Februar 2016 war meine Nichte übersiedelt mit ihrer ganzen Familie nach Mexico City, beruflich. Und eine sehr, sehr gute Freundin wohnt in Mexico City. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich war bereit, sogar die 10 Wochen, ich dachte mir, man muss 10 Wochen diesen Kurs lernen oder diese Ausbildung machen, aber Gott sei Dank sind es nur 4 Tage. Für uns Erwachsene sind es nur 4 Tage. In 4 Tagen hat man ein Zertifikat in der Hand, man hat 3 Nachmittage Praxis hinter sich und kann wirklich das Sehen ohne Augen bei Kindern und Jugendlichen beibringen oder aktivieren, wie wir das nennen. Und somit bin ich wirklich, ich habe meine Nichte angerufen, habe ihr gesagt, du, ich mache diese Ausbildung, borgst du mir deinen Sohn? Sie hatte einen 8-jährigen Sohn damals gehabt und sie sagt, natürlich, Tante, kannst du ihn gerne haben. Und die Schwester war 13, sie durfte nicht, weil für den Seminar darf man nur bis 10.
Aber ich habe natürlich dann ihr gesagt, der 13-Jährigen, du kannst es, das ist kein Thema, aber eben nicht im Seminar mit mir. Und ich war noch nie so weit geflogen bis nach Mexiko oder so, aber egal, wenn das Thema auch stimmt. Also war ich dort und habe natürlich das getan, was es war. Die erste Übung sind, die Lernwerkstatt für uns Erwachsene sind der erste Tag nur Theorie. Es ist sehr, sehr intensiv, das schon, wirklich sehr intensiv. Zweiter, dritter und vierter Tag ist es Theorie bis 14 Uhr, dann die Mittagspause und danach wird gleich praktisch geübt. Das heißt, man kommt wirklich mit 3 Nachmittage Praxis raus mit diesem Zertifikat. Mein erster Schüler war eben der Sohn meiner Nichte, der 8-Jährige, und er konnte sofort sehen. Also ich war weg, meine Nichte hat ihn gesehen, seine Schwester hat ihn gesehen, sie konnten es gar nicht begreifen. Ich war auch weg, das war das erste Kind, das ich eben, aber wir waren 15 Erwachsene, ja, die diese Ausbildung gemacht haben, auf Spanisch. Von uns 15 Erwachsenen damals haben es eine Psychologin hat das sehen können auch. Und sie hat es beschrieben, es ist wie durch ein Schlüsselloch zu schauen und wirklich ganz, 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 Buchstabe pro Buchstabe konnte sie das lesen, was immer es war. Und so war es auch. Und immer wieder sage ich Time Out. Es war ich habe damals in der UNO-City als Body, Mind and Spirit Präsidentin, hatte ich einen Unterricht gegeben, und zwar einmal in der Woche, bewusstes Training für den Körper mit spirituellen Einflüssen. Und eine Kollegin oder eine meiner Schülerinnen hat eben gesagt, was, du fährst nach Mexiko? Frag sie doch, ob sie nicht nach Europa kommen und diese Ausbildung machen. Ich habe keine Lust, nach Amerika zu fliegen. Und da habe ich gesagt, gut, ich werde es gerne dort fragen. Und während der Ausbildung da in Mexiko sagt eben einer der Mexikaner, das Leben redet immer mit uns. Er schlagt das Handbuch, mit dem wir arbeiten, macht auf und sagt, stellt seinen Finger auf ein Wort und sieht einfach klein und sagt, aha, wir bleiben zu klein. Tatsächlich, warum? Weil eben am Ende des Seminars komme ich zu Ihnen rüber und sage, wollt ihr nicht nach Europa? Und da haben sie sofort alle beide geschnallt. Berenice Carvajal von Viendo por el Mundo AC, sie ist die Präsidentin von diesem Verein. Und das Zertifikat, das wir bekommen, ist eben von Viendo por el Mundo. Ich bin da nur einfach eine, die das Ganze vermitteln kann. Und sie sind dann einfach im Dezember. Also ich habe meine Ausbildung Ende September 2016 gemacht in Mexiko. Und ich sagte ihnen, natürlich gibt es das Handbuch schon auf Deutsch. Weil in Österreich brauche ich es auf Deutsch. Und sie sagen, nein, es wird erst übersetzt. Sage ich, und wann wird es fertig? Sagt sie, mañana, wissen wir nicht wann. Mañana, ne? Ich fahre nach Österreich. Sie haben zugestimmt, für 8 Erwachsene sind sie bereit, nach Europa zu kommen. Ich sage es meiner Kollegin, kaum in Wien angekommen. Und sie sagt, okay, mach mal, organisieren wir. Ich habe alle Schulen von Österreich, von Wien abgeklappert, alle Bilinguals, weil es war klar, wir machen das Ganze auf Englisch. Das Handbuch war schon auf Englisch übersetzt. Und ich fing an, einfach ab dem Moment ich hatte mir 2 Mädchen reserviert. Deswegen sage ich immer wieder an die, die eben diese Ausbildung mit Nova Vision machen, das kam später, aber heutzutage sage ich jedem, bitte organisiert ihr zumindest 1 oder 2 Kinder im Alter von 6 bis 10 oder 6 bis 12, dass du nachher, sobald du nach Hause ankommst, dass du mit ihnen arbeitest. Weil das Beste, was man tun kann, das Erlernte sofort umzusetzen. Dass man noch quasi in diesem Energie drinnen ist von der Ausbildung. Und ich komme nach Wien. Ich hatte meine 2 Mädchen reserviert, 2 8-Jährige. Und mit der ersten, die konnte sofort sehen. Ich habe die ganze Nacht vor lauter Freude nicht geschlafen. Und dann kam natürlich der Verstand. Womöglich hat sie geschummelt oder was auch immer. Also nächstes Mal checke ich ganz sicher, dass sie nicht geschummelt hat. Bei der zweiten, die hat 3 Stunden mit mir gemacht oder 2, wollte dann gar nicht mehr weitermachen, weil es sind unsere Methodik oder diese Methodik aus Mexiko, das ist das, was mich so sehr fasziniert. Was ist sie so besonders? Ja, wir aktivieren das Sehen ohne Augen bei diesen Kindern. Aber das ist nur von einem Kuchen gesprochen, die Dekoration. Damit holen wir alle herein in den Raum
Aber in Wirklichkeit, der echte Kuchen sind die Gespräche mit den Eltern. Das heißt, wir arbeiten mit der ganzen Familie. Die Kinder werden von jetzt auf sofort bewusster. Manche Eltern wissen nicht so wirklich, was sie mit bewusster anfangen. Aber bewusster, da sage ich weiser. Was heißt weiser? Eine 8-jährige Tochter hört zum Beispiel ihre Mutter streiten mit der Großmutter. Und dann sagt die 8-jährige zu ihrer eigenen Mutter, du Mama, so redet man nicht mit der Mutter. Das ist gemeint damit. Das war nicht die freche 8-Jährige, die ihre eigene Mutter zurechtweist, sondern einfach die weise 8-Jährige, die der Mutter daran erinnert, man redet nicht so mit der Mutter. Und solche Sachen passieren eben bei diesen Kindern, die einfach sofort bewusster werden. Und meine zweite Schülerin habe ich nicht so ganz geschafft und sie wollte da gar nicht weitermachen, weil es sind, wie gesagt, es sind 10 einzelne Stunden und in jeder Stunde wird ein Thema, ein Lebenscoachingsthema bearbeitet und dann wird immer ein Gespräch mit den Eltern gehalten. Also es wird hier in der Volition, haben wir die Freude mit einigen Kindern, die sich eben anmelden, im Alter von maximal 12, dass wir Samstag und Sonntag mit ihnen arbeiten und sie aktivieren. Garantie, ob sie es in der ersten Stunde oder schaffen, gibt es nicht. Wir hoffen, dass uns das Leben gnädig ist und es uns hilft. Diese Vision extraokular, so heißt das, extraokulares Sehen, bei den Kindern zu aktivieren. Aber sie werden sowohl, nachdem es ungefähr, glaube ich, habe ich gehört, unter 30 Kinder sind. Wir sind hier mit einem ganzen Team von Sehen ohne Augenbegleiterin, die mittlerweile Nova Vision, wie gesagt, das ist der Verein, den ich 2018 gegründet habe und ich bin die Präsidentin und wir machen diese Lernwerkstätten. Wir sind hier in einem ganzen Team und wir werden mit den Kindern arbeiten, Samstag und Sonntag in 3 verschiedenen Gruppen. Und das ist unsere größte Freude, dass wir das hoffentlich schaffen. Ob die Kinder nachher sich zeigen wollen oder nicht, das wird sich wirklich zeigen. Da können wir nichts vorbereiten und wir können uns selbst überraschen lassen. Ich hatte auch vor, vielleicht hier am Ende des Vortrages ein paar von meinen Kindern, von den Coaches mit auf die Bühne zu lassen, aber sie alle möchten es lieber nicht. Das respektiere ich, weil ich weiß, Veo, wie ich es nenne, oder das extraokulare Sehen, hat seine eigene Art, sich zu schützen. Ich habe 2017, bleiben wir bei der Geschichte. Also wie gesagt, September 2017 oder Oktober fange ich an in Wien damit zu arbeiten. Die zweite Schülerin hat es nicht so ganz gekonnt, aber wollte nicht weiter. Und ich sage, du träumst doch immer wieder. Was macht man bei den Träumen? Wie sind da deine Augen? Die sind doch geschlossen. Aber du siehst doch alles. Ja, klar. Und du kannst dich an alles erinnern. Ja, dieses Auge werden wir aktivieren. Das war für sie. Dann glasklar, ach, mit dem werde ich sehen. Man kann es nennen, wie du willst. Superauge, Traumauge, drittes Auge, siebtes Auge. Superauge. Das Auge wird sich nicht beleidigt fühlen, ob es irgendeinen anderen Namen bekommt. Ich sage immer wieder, wir sehen mit unserem Bewusstsein. Man hat uns beigebracht, wir sehen durch die Augen, mit den Augen, aber wir sehen im Prinzip durch die Augen und wir können durch die Ohren genauso sehen, wenn man uns das hätte beigebracht als kleine Kinder. Und ja, wie gesagt, damit hat sich für diese zweite Schülerin eben die Welt verändert. Und die Mutter von meiner allerersten Schülerin, die war so begeistert, weil wie gesagt, es gibt immer wieder ein Thema bei jeder Stunde und nachher ein Gespräch mit den Eltern. Und dann erfahren die Eltern, um welches Thema es in der Stunde ging. Das sind immer wirklich lebensveränderte Themen. Und wie es das Kind sieht. Nicht nur das, sondern das Kind bekommt auch eine Vision, wie das Thema idealerweise zu betrachten und anzugehen ist. Und die Eltern kriegen Tipps, wie sie dem Ideal so nah wie möglich kommen könnten, wenn sie bereit sind, sich etwas zu verändern. Und das ist das, was mir so viel Spaß macht an dieser Arbeit, weil wir arbeiten eben sozusagen an der Zelle der Gesellschaft. Somit bitte ich auch an die Eltern, die vielleicht hier uns zuhören, im Raum oder eben online, sollten sie herkommen mit Kindern und ihre Kinder mit uns aktivieren lassen, morgen oder übermorgen oder an beiden Tagen, dann bitte, wir erwarten Sie oder kontaktieren Sie uns, dass wir einfach das Gespräch am Telefon eben abhalten, damit Sie wissen, um welches Thema es ging und wie können Sie noch besser Ihr Kind unterstützen bei diesen zwei Themen.
höchst wichtigsten Themen, weil natürlich alle sind in einer gewissen Reihenfolge alle sehr wichtig, aber die ersten zwei sind natürlich wichtig. Aber das Beste ist, wir haben bereits mehrere Begleiter in ganz Deutschland ausgebildet. Nicht viele, aber immerhin welche. Und dass sie vielleicht hoffentlich die nächsten fehlenden 8 oder 9 Stunden einfach irgendwo weitermachen, weil es ist wirklich eine Lebensveränderung. Und für die Kinder, die über 12 sind, es gibt mehrere Methoden auf der ganzen Welt. Wenn man den Film The Superhuman, The Invisible Made Visible, sieht man, wie viel weltweit schon das können, wie viele Menschen das können. Und da weiß ich ganz genau, wir wissen, das ist Teil der Zukunft. Diese Menschen, ja, warum, wir sind ja so oder so schon in der Zukunft, wenn wir von vor 50 Jahren reden, mit Skype und so weiter, das ist die Zukunft. Das war Raumschiff Enterprise, jetzt heutzutage diese ganze Zoom-Meetings, war in meiner Kindheit Raumschiff Enterprise, habe ich das so angestarrt. Und jetzt ist es genauso, Superman ist eben jetzt, diese Kinder sind so das Supermans von heute. Und das ist das, was mich so sehr begeistert, weil ja, diese Kinder können durch eine Stoffbrille mit geschlossenen Augen sehen. Bei manchen, die einfach den Verstand etwas zu hoch entwickelt haben, brauchen offene Augen hinter dieser Stoffbrille, es sind 3 Schichten und sie können trotzdem sehen. Aber der Verstand hat sich beruhigt, weil die Augen einfach offen sind. Aber ist kein Thema. Trotzdem ist die 3-Stoff-Brille, wir nennen sie Stoffbrille, ich hoffe, ihr versteht alle, warum wir sie nicht Masken mehr nennen, dass diese Stoffbrille einfach vor den Augen ist und trotzdem können sie alles durchsehen. Meistens haben sie so den Kopf ein bisschen von der Seite, weil sie einfach irgendwie von der Seite das Ganze sehen, aber man kann im Prinzip von überall sehen, von oben, von hinten, von rechts, von links. Ich sage immer wieder den Kindern, du such dein Loch. Weil 2016, als ich damit angefangen habe, haben die Kinder einfach sich nicht ausdrücken können. Das war so quasi eine Art Nahtoderlebnis für sie. Sie haben einfach sich bemüht, wir springen raus aus dem Kopf, weil der Verstand hat da nichts mit uns verloren. Der darf auf Urlaub gehen in dem Augenblick. Und dann habe ich sie gefragt, kannst du mir das erklären, wie das geht? Und keiner hatte die Worte gefunden. 2018 hatte ich es endlich so weit, dass ich das Ganze übersetzt hatte. Also die 400 Seiten vom Handbuch hatte ich ins Deutsche übersetzt. Und haben wir im Mai 2018 zum ersten Mal eben dieses Seminar in Österreich gehalten, in Wien. Also Sie haben es auf Spanisch gesprochen und ich habe es ins Deutsche übersetzt. Aber wie ist das Ganze so langsam? Weil immerhin, seit 2016 bin ich da und mache damit diese Arbeit. Wie gesagt, meine ersten Schüler, 2 Schülerinnen, die Mutter war begeistert nach der 2. Stunde, hat mir ihre Freundinnen gleich geschickt. Also ich hatte ab dem Tag sofort jeden Nachmittag eine Schülerin. Und so hat sich es langsam verbreitet. 2 Monate später kamen die Mexikaner nach Wien. Wir haben das Seminar eben auf Englisch gehalten. Letzten Endes war es so, dass ich es ins Englische übersetzt habe, wörtlich, weil ihr Englisch war viel zu schwach dafür. Und da war zum Beispiel einer der Teilnehmer war ein Chirurg aus der Tschechei. Und er war ganz begeistert. Ja? Also er hat das gar nicht glauben können, dass das möglich ist. Es hat sich so gezeigt, dass beim ersten Übungsnachmittag waren 8 Teilnehmer, die Bedingung von den Mexikanern, für 8 fahren wir und das war das erste Mal, dass sie nach Europa gekommen sind. Für 8 fahren wir nach Wien und da kamen die 8 Kinder, mit denen wir geübt haben. Ich hatte vergessen, dass es sind 2 Erwachsene mit einem Kind, aber gut, wir hatten 8 Kinder und 2 waren Franzosen. Eine aus Südamerika, gerade frisch angekommen, hatte von dem Seminar gehört und wollte dabei sein. Und dann 5 englisch sprechende Kinder. Also in einem großen Raum haben wir uns aufgeteilt. Ich habe gesagt, gibt's mir bitte einen Laptop mit der spanischen Stunde. Und ich habe ad hoc auf Französisch das Ganze übersetzt. Und das spanisch sprechende Mädchen hat einer der Mexikaner übernommen, an einer anderen Ecke. Aber trotzdem könnt ihr euch vorstellen, wie das ist in einem großen Raum, 3 Sprachen, wobei Englisch die lauteste Sprache ist. Also etwas ein Chaos. Zu einem gewissen Augenblick nimmt mich einer der Mexikaner, mich und meinen 6-jährigen Franzosen, und bringt mich in einen kleinen Kämmerlein,
Kurz darauf kommt meine UNO-City-Kollegin mit dem 8-jährigen Bruder. Sie hatte mitbekommen, dass das Ganze auf Französisch ist und dass der 8-jährige Bruder doch nicht so gut Englisch kann. Und wir haben in diesem Raum die Kinder aktiviert. Der 6-jährige konnte sofort sehen, der 8-jährige Bruder perfekt auch die Farben. Für uns sehen bedeutet lesen können, schreiben können, alles können. Nur Farben sehen ist der erste Schritt, aber ist für uns noch nicht sehen. Ja? Trotzdem, danach hat es das Gespräch mit der Mutter stattgefunden. Dauerte etwas länger, weil sie hatte ja 2 Kinder. Und dann kommen wir raus aus dem Raum und dieser Chirurg fragt mich, na Jaela, wie war das einfach? Sage ich, ja, alles okay. Na, hat dein Kind gesehen? Sage ich, ja, na klar. Was, wieso hast du es nicht draufgebracht? Sage ich, wieso? Hat von den 6 Kindern in diesem Raum, im großen Raum, hat kein einziges gesehen? Sagt er, nein, kein einziges. Sage ich, glaubst du denn nicht, dass das möglich ist? Sagt er, doch, doch, aber. Sage ich, ja, aber. Das habe ich in meinem ersten Seminar und hatte nichts mit Bewusstseinsarbeitern zu tun, habe ich erfahren, ja, aber bedeutet nein. Also, Kinder, wenn Mama sagt, ja, aber, wisst ihr, was wirklich dahinter steckt. Das heißt, wir hier haben am nächsten Tag eben eine Reinigung gemacht. Dem Chirurgen habe ich gesagt, bitte reinige dir deinen Unglaube, dass das möglich ist. Und da haben die Kinder gesehen beim zweiten Übungsnachmittag. Und das ist genau das, was ich auch unseren Teilnehmern immer wieder bei unseren Lernwerkstätten sagen und auch hier im Publikum. Es ist eine Arbeit, die dich fordert, immer wieder an dich selber weiterzuarbeiten. Es ist nicht eine, sagen wir so, eine Ausbildung, wenn wir sie so nennen mögen, wo du abgehakt habe ich und ich kann damit arbeiten. Nein, jedes Kind bringt dir etwas bei. Und Kind, das du nicht aktivieren kannst, Kind, das du an dir selber überlegen kannst, was spiegelt mich dieses Kind, dass ich nicht es aktiviere. Ja? Irgendetwas gibt es da, dass ich es nicht schaffe. Und immer wieder. Und wir bekommen natürlich alle Werkzeuge, um an uns zu arbeiten. Und es sind sehr, sehr wirkungsvolle Werkzeuge, damit wir an uns arbeiten können, egal was es ist, bereinigen können, um das Kind begleiten zu können und aktivieren zu können. Es heißt, mehr oder weniger in allen Methoden, dass bis 12 gibt es sozusagen eine Garantie, dass die Kinder das schaffen. Heutzutage mit unserer Erfahrung können wir sagen, auch die Jugendlichen schaffen es zu 90%. Aber da sage ich trotzdem, desto früher, desto besser. Also wenn hier 13, 14, 15-Jährige sind, meldet euch so bald wie möglich an bei irgendeinem Begleiter und macht die 10 Unterrichtsstunden. Ihr werdet es sicherlich schaffen, aber desto früher, desto besser. Das ist das Schöne. Immer wieder auch Erwachsene in unserer Lernwerkstätte schaffen es. Ja? Und es ist ein Bewusstseinssprung, da können wir drehen und wenden, was es ist. Es gibt manche, die fangen an zu weinen, weil wirklich da eine Schwingung, eine Frequenz da verändert wird. Das ist wunderschön, es wird Heilung passieren. Ich sage immer wieder, es ist wie ein neugeborenes Kind in den Armen zu halten. Ich bin immer wieder total glücklich und für das Kind, das noch vor kurzem gar nichts gesehen hat, plötzlich ist es dann normal, ganz normal. Was macht das alles mit den Kindern? Also nein, wie hat sich das Ganze verbreitet? Also dieser Arzt, dieser Chirurg war begeistert natürlich, kaum hat er die Kinder wirklich gesehen, dass sie das schaffen, ist zurück nach Olmütz und hat dort sofort Kinder unterrichtet und hat im kleinen Format immer wieder es seinen Freunden, seinen Ärzten, seinen Kollegen gezeigt, so sehr, dass wir letzten Endes 2017 im Oktober, also gerade ein Jahr danach, sind die Mexikaner nach Wien gefahren und wir sind mit meinem Auto rübergefahren nach Olmütz und haben dort eine Ausbildung gemacht. Dreisprachig. Es wurde Spanisch gesprochen, ich habe ins Englische übersetzt und dann hat der Arzt es ins Tschechische übersetzt. Das war faszinierend, das war eine echte Herausforderung. Die Mexikaner haben selber gesagt, Mensch, wie geht das? Nicht einmal die Jaela kann die Sprache und trotzdem werden wir jetzt hier das Ganze beibringen. Aber so hat sich das Ganze entwickelt. Und wie gesagt, für mich war glasklar, ab 2016 in Mexiko, ich muss Trainer von Trainer werden, das war mir klar. Und mit der Zeit habe ich einfach gewusst, es ist Zeit, dass ich einen Verein gründe, um das Ganze in die Welt zu setzen. Aber in die Welt zu setzen, das Schöne ist, Sehen ohne Augen oder VEO, wie ich es kurz nenne, Vision Extraocular,
hat seine eigene Art, sich zu schützen. So habe ich dann einmal von Veronice den Ausdruck gehört, weil zum Beispiel, wie gesagt, im Dezember 2017 haben wir das Ganze auf Englisch in Wien gehabt und dann haben wir irgendwann mal gesagt, Mensch, wir könnten doch die Kinder untereinander sich kennenlernen lassen. Und wir haben organisiert im Juni 2017 im Stadtpark von Wien ein Treffen. 25. Juni, Sonntag, 3 Uhr nachmittags, sollten die Kinder kommen und das zeigen, was sie können. Wir haben uns gedacht, da wären viele. Es ist ein schöner Park, es gibt Spielplätze, sehr viele Ausländer, die genau da im dritten Bezirk wohnen. Wir können das endlich in die Welt setzen, habe ich gedacht. Was passierte? 12 Kinder haben zugesagt mit ihren Eltern. Und eine Mutter fragt, und was passiert, wenn es regnet? Sage ich, bitte, es wird doch nicht regnen, 25. Juni. Ich sage, Regen soll spazieren gehen. Nein, mach dir keine Sorgen. Ich hatte Plan B, aber ich wollte nicht mal laut aussprechen. Punkt 3 von normalem Himmel ist die Dusche geöffnet worden vom Himmel. Und wir konnten nur unsere Sachen schnell packen und in eine Schnellbahnhaltestelle oder Einlaufstelle hinein uns dort verkriechen sozusagen. Von den 12 Kindern sind nur noch 6 geblieben, die dort die Übungen gemacht haben. Gesehen hat uns kein anderer außer die eigenen Eltern und Geschwistern. Ja? Also ich habe sofort verstanden, es ist noch nicht für die große Masse. Und das hat sich so auch gezeigt, 2019 ging es genauso. Und nicht so mit einem Regenguss, aber eben mit einem, der uns ein Interview mit Veronice gehalten hat in meiner Wohnung. Das war kurz vor der Ausbildung in 2019 im Oktober. Und bis dahin waren sie einfach schon 2017 einmal bei uns, 2018 für die Ausbildung eben auf Deutsch. Und im Jahre 2019 hatte ich verstanden, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass ich es soweit bin. Ich habe viel Erfahrung, habe mit vielen Kindern gearbeitet, dass ich die Ausbildung Trainer of Trainers so mache. Und dann erfahre ich von diesen Chirurgen, er möchte wieder eine Ausbildung in Olmütz haben im Oktober. Und dann habe ich gesagt, okay, dann organisiere ich ein Seminar in Wien und übersetze das noch. Und dann könnte ich das als meine Prüfung machen. Im Oktober in Olmütz. Und im Juli war das dann so, dass mich wieder dieser Chirurg anschreibt und sagt, du, jetzt wollen Sie, ich habe einen Kollegen, einen Arzt aus Prag getroffen in einem Vortrag und ich habe ihn von meinem Zentrum, weil Sie haben letzten Endes, er hat ein Zentrum dort gegründet und hat es so organisiert, damals mit alle, die die Ausbildung, und das waren 13 Erwachsene, die Ausbildung damals gemacht haben, im Oktober 2017, mit der Bedingung, sie werden gratis in seinem Zentrum die Kinder unterrichten. Und das haben sie auch gemacht, obwohl der Preis eben doch nennenswert war für jeden von ihnen. Und die Kaufkraft Tschechien ist nicht dieselbe Kaufkraft wie die aus Österreich. Trotzdem haben das 13 damals gemacht. Und wie gesagt, Mai 2018 haben wir das auf Deutsch in Wien gemacht. Und da sind wir einen Tag rübergefahren nach Olmütz und haben uns das Zentrum angeschaut. Und da haben wir eben erfahren, sie haben jetzt wirklich vor, ab September sehr wohl für die Ausbildung der Kinder oder für den Kurs der Kinder Geld zu verlangen. Weil sie haben gemerkt, wenn es gratis ist, wertschätzen es die Eltern nicht. Sie glauben, es ist eine Art, ja, das Kind, es gibt Riesenveränderungen, die Kinder werden viel, viel sie gehen viel mit Leichtigkeit und Freude durch die Schulzeit, sie werden weiser, sie werden intelligenter, sie werden selbstsicherer und das ist ideal, aber die Eltern selber haben sich nicht so sehr bemüht, weil es einfach ihnen nichts gekostet hat, nicht einmal Zeit. Sie haben ja das Kind nur abgeliefert und wieder eine Stunde später abgeholt und okay, das Gespräch mitgemacht. Aber sie haben eben selbst entschieden, ab September 2018 würden sie für den Kurs sehr wohl was verlangen. Und das habe ich auch verstanden. Und dann 2019 erfahre ich eben, er will wieder eine Ausbildung und dann hat er angerufen, Prag möchte auch so ein Institut gründen. Und dann war für mich einfach eindeutig klar, aha, das Leben will, dass ich die Ausbildung wirklich mache, Trainer of Trainers. Ich soll es einmal in Wien, Oktober 2019, übersetzen. Und dann in Olmütz meine Prüfung machen
Und wenn was schief gehen sollte, habe ich die Chance, gleich in Prag 4 Tage später oder einen Tag später wieder was immer dort auszubügeln ist oder zu korrigieren ist, zu machen. Und so war es auch. Oktober 2019 hatte ich dann mein Zertifikat Trainer of Trainers und habe das Ganze einfach, ja, dann kam das, ich wusste noch nicht so ganz, wie ich das Ganze in die Welt bringe, wie ich da das verbreiten soll. Ja, die Kinder, meistens wird das durch die Eltern, durch die begeisterten Eltern verbreitet. Ja, also die, entweder wollen die Mutter einfach dann die Ausbildung machen, oder die Väter, meistens sind es trotzdem die Mütter, aber wir haben auch ein paar Trainers und die sind ganz begeistert. Und ich kam zurück nach Wien und im November habe ich so ein Treffen gehabt, so ein Vereinstreffen mit anderen Vereinen und er sagt, ja, ich kann das endlich, jetzt kann ich das unterrichten. Und schon hat sich eine angemeldet und sagt, was, du kannst das unterrichten? Ich möchte die Ausbildung machen. Und fertig. Die erste Lernwerkstatt war im Dezember 2019 und von da an ging es stetig. Schritt für Schritt, ich habe immer an mir gearbeitet, wie gesagt, mit den Werkzeugen, die wir so bekommen und die wir haben. Aber ich sage wirklich den Eltern, das Allerwichtigste sind diese 10 Themen. Sie sind Gold wert. Für die Eltern sind es meistens auch bewusstseinserweiternd. Sie haben keine Ahnung, um welches Thema es geht, aber es geht wirklich ums Lebensthemen. Ich selber habe viele Ausbildungen gemacht, bis ich 2016 eben in Mexiko diese Ausbildung gemacht habe. Und da waren ein paar Themen, da sage ich, wie bitte, so sehe ich das? Wow! Und immer wieder in jeder Lernwerkstatt sage ich, du, ich habe das Thema so gesehen 2016 und schau, wo ich jetzt bin. Also es kann sich sehr viel ergeben, wenn man einmal weiß, wo man steht, kann man ja etwas machen. Solange du nicht weißt, wo du stehst, wie sollst du da was verändern? Und das ist das Schöne, dass in dem Moment, wo du weißt, wo du stehst und auch noch die Werkzeuge bekommst, wie du das verändern kannst, ja, dann hängt es wirklich nur an dir, ob man was verändert oder nicht. Und so war es auch bei mir. Und 2020 habe ich eben auch noch eine Lernwerkstatt gemacht. Und dann fing ja das Kasperltheater, wie wir es nennen. Und im ersten Line Dance, LD, alle wissen, wovon ich rede, im März war für mich klar, kam die Durchsage Zeit zum Schreiben. Und ich dachte mir, ah ja, okay, wir sind jetzt im LD, werde ich Zeit haben, mein Buch zu schreiben. Und Schmarrn mit Käse, so viele Kinder habe ich noch nie unterrichtet, als wie in der ersten Line Dance Zeit. Ich wurde eher geweckt um 2 in der Früh, war hellwach, habe mich hingesetzt an meinen Laptop und das Buch geschrieben, auf Deutsch. Irgendwann mal war mir klar, Deutsch ist die Sprache, der Titel kam mir auf Deutsch, es ist Zeit, mein Buch auf Deutsch zu schreiben. Kurz gefragt, ich habe es auch im Juni habe ich es auf Spanisch geschrieben und mittlerweile ist es auch schon auf Französisch geschrieben und Englisch fehlt noch. Aber immer wieder ist es ein neues Schreiben, basiert auf das Deutsche, aber trotzdem, es ist keine Übersetzung in dem Sinne, sondern einfach mein eigenes Schreiben. Ja, und so verbreitet sich das Ganze, das ist meine Leidenschaft. Ich weiß, warum ich die 4 Sprachen kann. Wir können, vorläufig ist nur Deutschland, der deutschsprachige Raum, wir waren schon in der Schweiz, wir waren in Deutschland, wir sind in Österreich ganz schön verbreitet, aber natürlich viel, viel, viel zu wenig. Und wir wissen, das ist Teil der neuen Zeit, Teil der neuen Welt. Wie gesagt, die 10 Themen sind faszinierend. Und für Jugendliche, bitte, es ist das Schönste, was es gibt. Es gibt so viele Eltern, die wunderschöne Rückmeldungen geben können, wie sehr sich das Familienleben verändert hat, verbessert hat natürlich. Und für die Kinder, es gibt Rückmeldungen von Kindern, die absolut Mathematik nicht konnten oder nicht wollten, haben einfach jetzt Freude am Rechnen. Oder sie können besser mit der Brille lesen als mit offenen Augen und schneller lesen. Selbstsicher, manche Eltern sagen mir, mein Kind ist so selbstsicher, sie kann so gut argumentieren, warum sie dies oder jenes entschieden hat zu machen oder nicht machen, dass ich nur staune und sagen kann, ja, okay, kann nur akzeptieren, also da gibt es keine Streitigkeiten mehr. Auch für viele Mütter sagen, dieses ewige Streiten, nein, jetzt mache ich das nicht oder das fällt alles weg. Für Jugendlichen ist wirklich ein Zueinander innerhalb der Familie wunderschön. Wir dürfen alle immer wieder sagen, gerade bei Jugendlichen ist es so, dass ab 13 ist der Kurs etwas anders gestaltet. Die ersten 3 Stunden übt der Jugendliche nicht,
sondern er darf die drei Themen eben, also in jeder Stunde gibt es ein Thema, erfahren und bei sich eben ändern, auch die Eltern. Und dann wird erst ab der vierten Stunde geübt, praktisch geübt, also das mit den Farben und so weiter. Weil dann die Chancen einfach viel größer sind. In dem Moment, wo man schon an manchen Themen gearbeitet hat, ist die Chance, dass dann der Jugendliche es schafft, viel größer. Und sein Einsatz ist somit etwas größer und etwas wichtiger. Und deswegen sagen wir, Jugendliche müssen es wirklich selber wollen. Und eines kann ich, sage ich auch an jeden Erwachsenen, jeder kann es schaffen. Es hängt einfach nur daran, wie wichtig ist es dir? Ich selber kann es nicht, okay? Aber ich kann es unterrichten. Und das beruhigt euch vielen, auch viele eben die, die Lernwerkstatt machen, dass sie sagen, okay, es beruhigt mich, ich muss es nicht können, aber ich kann es beibringen. Und das ist es. Das sind die neuen Zeiten. Ich muss nicht unbedingt Zwiebel schneiden können, um ein guter Koch zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie ein Laptop funktioniert und trotzdem kann ich damit umgehen. Und das ist genau dasselbe. Also wir müssen es nicht selber können, aber bitte denkt an die Zukunft und die Zukunft sind nun mal die Kinder. Und deswegen ist es für mich das Allerwichtigste, dass wir das in die Welt bringen, dass eben hoffentlich viele, auch ich sage immer wieder, für mich ist es die erfüllendste Tätigkeit, die ich mir vorstellen kann, als Pensionistin, wenn man das so nennen mag. Und ich bin nicht in meinem dritten Drittel, sondern in meiner zweiten Hälfte, ja, weil ich habe noch viel vor. Und ich weiß, das ist Teil der neuen Zeit, Teil der neuen Welt und ich bin begeistert, da dabei zu sein und dass ich das ein bisschen mitgestalten darf. Und jeder, der sich irgendwie auch nur annähernd angesprochen fühlt, eventuell auch ein Mitgestalter dieser neuen Zeit, in dem sie die Kinder aktivieren, helfen wollen, bitte meldet euch. Es gibt novavision.at, unsere E-Mail-Adresse oder unsere Webseite www.novavision.at. Und wir machen diese Gruppen wirklich, weil sie sehr intensiv sind, nur in Kleinstgruppen, maximal 3 Teilnehmer. Und, aber sie sind sehr intensiv und man kommt mit Praxis raus. Das heißt, wir brauchen immer wieder Übungskinder, also auch für die Eltern, die einfach sagen, naja, ich weiß noch nicht so genau. Einfach das Kind als Übungskind einmal schicken und dann können Sie noch immer entscheiden, ob Sie den Kurs weiterhin führen wollen oder nicht. Was gibt es noch so Rückmeldungen von die einfach die Lernwerkstatt gemacht haben oder dass die Kinder schneller lesen, gerade für Legasthenie, für Autisten, für die Zappelphilippe. Das ist für alle ein Riesenvorteil. Sie beruhigen sich, sie werden zentrierter. Von den Autisten, das sind so Rückmeldungen. Von den ADHSler, die Mutter war ganz begeistert. Zweimal hatten sie den Sohn schon von der Schule verwiesen wegen schlechtes Verhalten und so weiter und war in der dritten Schule und nach den 3 Monaten, weil letzten Endes 10 Unterrichtsstunden, idealerweise sollte man sie einmal in der Woche halten. Also wir begleiten die Kinder nicht an einem Wochenende nur, sondern 3 Monate. 10 Wochen sind fast 3 Monate. Und das macht viel aus, weil es ist nicht nur ein Impakterlebnis eben, dass man das an einem Wochenende gemacht hat und nachher weiß das Kind nicht mehr, habe ich das überhaupt geträumt oder war das wahr, sondern wirklich jede Woche wird es geübt, bis das Kind wirklich gut kann und diese Kinder werden einfach selbstsicherer, aber manche möchten, also durch die Kinder wird es kaum verbreitet, obwohl mittlerweile schon höre ich von Kindern, die sich melden und der Lehrerin es gesagt haben, sie möchten es zeigen und sie zeigen es dann der eigenen Klasse. Das Faszinierende ist, deswegen melden sich keine Kinder bei uns und auch die Lehrerin ruft uns nicht an. Also entweder begreifen sie nicht so wirklich, was das ist oder ich kann mich nicht da schlau machen, aber zumindest es wird langsam verbreitet. Mittlerweile ist es so, dass eine die Lernwerkstatt bei uns gemacht hat heuer, hat sie bereits bei einer Waldorfschule alle Kinder aktiviert und in dieser Waldorfschule wird es bereits teilweise der Unterricht so mit den verbundenen Augen eben abgehalten. In Mexiko war es so, dass mein Einsatz sozusagen, kann ich sagen, war das Übersetzen der 400 Seiten,
war mein Einsatz. Und damit habe ich mich wirklich mit dem Thema befasst. Für Mexiko war das so, sie waren einfach 3 Monate lang in einer ganz, ganz armen Gegend, das war so 2012 ungefähr, 2013, in einer der ärmsten Gegenden von Mexiko und haben dort in einer Volksschule das unterrichtet. Mit dem Effekt, zum Beispiel einer der Schüler, der Sohn vom Schulwart, kam nach der ersten Stunde nach Hause, hat von der kaputten Waschmaschine was genommen, von den kaputten Plattenspieler was genommen, hat einfach so gebastelt und dann sagte er dem Papa, geh doch vorbei. Und ein Licht ging auf, hat einen Lichtmelder gemacht oder gebastelt oder gebaut, ohne irgendetwas von Technik und so weiter zu wissen. Oder einer, der sagt, ah, ich mag nicht mehr, der Papa nimmt mich immer wieder zu den Hahnenkämpfe. Ich soll ihm sagen, welcher Hahn gewinnt. Ja, die Kinder können das auch. Ja, sie können ein bisschen im Voraus wissen, was kommt da oder was wird der sagen oder und so weiter. Und dann, das Schöne ist, wir brauchen ihnen nicht mehr sagen, was sie zu tun haben. Man kann ihnen nur sagen, wie hast du das zu lösen, was gedenkst du zu machen? Der kleine Junge überlegt und sagt, ah, ich weiß, ich werde den Papa ein bisschen gewinnen lassen und ein bisschen verlieren lassen, dann lässt er mich in Ruhe. Ja, also die Kinder finden schon ihre eigene Lösung. Ja, und das ist das Schöne, also wenn er nicht so sagt, diese Kinder von Ciudad Juárez, wie diese Stadt in Mexiko heißt, hat sie noch nie erlebt, weil sie in dem Sinne quasi unbelastet waren. Ich nehme an, unbelastet von der Nahrung. Außer Bohnen und Linsen und die Tacos haben sie sicherlich nichts gegessen, was irgendwie belastend gewesen wäre. Das ist das Faszinierende eben an dem Ganzen. Und wir können nur sagen, es ist... ja, die erfüllendste Tätigkeit, wie ich bin hier, wir sind hier in einem Team und wir haben ein paar Sehen ohne Augenbegleiter, die dabei sind. Vielleicht wollt ihr ein bisschen mit hinaufkommen und uns erzählen, was ist so eure Erfahrung als Mütter. Das Schönste ist, meistens sind es Mütter, die einfach ihre Kinder als Übungskinder einmal geschickt haben zu uns für eine Lernwerkstatt und dann einfach so begeistert sind für die Veränderung, weil für einfach das Kind wird, es ist so eine schöne und positive Veränderung, dass einfach dann die Mütter es wirklich verbreiten wollen. Wir haben 2 Lernwerkstätten vor uns, eine in Wien, jetzt gleich nächste Woche im April, da haben wir noch 2 Plätze und eine Lernwerkstatt in Mai, Mitte Mai, 11. bis 14. in der Gegend im Raum München. Da wäre noch ein Platz frei. Aber wie gesagt, so eine kleine Gruppe füllt sich sehr schnell. Und es ist noch Potenzial. Wir versuchen noch mit Frankreich irgendwie oder in England einmal den Fuß zu fassen. Aber so wie das Leben so ist, vorläufig will Sehen ohne Augen einmal im deutschsprachigen Raum verteilt werden. Und wir wünschen uns, dass hoffentlich sehr viele das machen wollen und auch eben ich nicht nur die Einzige sein soll, die das verbreiten kann, mit eben Erwachsenen das beizubringen, sondern hoffentlich können mich bald welche folgen, weil die Zeit, wir sind in einer Zeit, wo wir alle verstehen und lernen dürfen. Es gibt keine Konkurrenz mehr oder keine Kompetenz, sondern jeder zieht sich einfach mit seinem Herzen seine Klienten oder Kundschaft oder Mitglieder an und da gibt es keinen, der ist anders, der kann es besser oder wie auch immer. Jeder darf sich entfalten und ist sein eigener strahlender Stern und Leuchtturm. Gut, ich weiß nicht, ob das gedacht ist, dass man auch hier Fragen stellen darf oder auch nicht, aber wenn es irgendwelche Fragen gibt oder vielleicht wollen ein paar vom Team, die dabei sind, einfach vorbeikommen. Wie gesagt, ursprünglich wollte ich, dass es gezeigt wird, aber eben wird es nicht so. Die Kinder wollten es doch nicht zeigen. Es ist auch keine Fähigkeit zum Herzeigen. Das habe ich auch verstanden und das respektieren wir auch. Aber ich sehe gerade, dass da die Svenja dabei ist. Und ja, also sie hat mit uns... Anna, komm her. Und Sandra, kommt her. Michaela, kommt. Team ist Team. Ja, Svenja, Svenja ist Mutter von 2, die das sehr, sehr gut kann. Und sie hat es auch geschafft in der Lernwerkstatt. Wie gesagt, manche schaffen es in nur 4 Tagen. Das sehen ohne Augen. Und das ist das, was mich so fasziniert. Hier haben wir die Anna. So Gott will, wird Anna uns helfen, das Ganze nach Polen zu bringen. Ja,
Wir haben hier die Michaela, die Sandra und die Patricia. Hoppala, meine Stimme wird schon ganz trocken. Okay, vielleicht gebe ich euch jetzt das Mikrofon und jede von euch darf ein bisschen über eure Erfahrung mit Kindern geben. Also. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, die so tief berührend waren, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo fange ich an. Für mich ist extrem beeindruckend, was diese Arbeit mit den Kindern macht und mit der ganzen Familie. Und es ist was, was für mich die ganze Familie betrifft und was wichtig ist, da auch Mutter und Vater mit ins Boot zu holen. Wenn dieses Auge bei den Kindern aufgeht, dann ist das wie ein, also ich mag eigentlich sagen, heiliger Moment für mich. Mir kommen immer die Tränen in diesem Augenblick. Und es ist spürbar, wie das Kind bei sich ankommt. Es ist wie so ein Nachhausekommen zu sich. Und das ist, glaube ich, das, was den Unterschied macht, wo die Kinder selbstbewusster werden, wo Kinder ihre Emotionen besser regulieren können, weil sie besser bei sich bleiben können und wissen, was stimmt für mich, was ist meine Wahrheit. Und das sind jetzt alles so Dinge, die man erzählen kann, und es ist nochmal so ein Unterschied, wenn du es wirklich erlebst, wenn du das Kind vor dir hast, über 10 so Einheiten begleitest, und da geht am Ende ein anderes Kind raus. Ja? Das ist wirklich total schön zu sehen, und für mich ist Sehen ohne Augen vor allem ein Bewusstseinsraum, in dem wir eintreten, der dich einlädt, eben nach Hause zu kommen. Ja, es wird ganz viel sichtbar. Ja, also nicht nur, dass wir sehen können, das ist das nebenbei gut so in etwa, ja, mit den Augen, diese physische Welt. Aber das viel Schönere ist, wie viel für mich im Innen sichtbar wird. Ja, also ja, das ist mal die Essenz. Dankeschön. Danke. Ich habe die Ayla letztes Jahr im April vor einem Jahr kennengelernt, durch einen Zufall. Und habe ich mich sofort für die Ausbildung entschieden. Seitdem habe ich ein paar Kinder schon aktiviert. Und ich habe erkannt, dass meine Mission ist, diese Methodik nach Polen zu bringen. Ich bin gebürtige Polin, ich lebe in Österreich. Und das Buch ist bereits fast fertig, auf Polnisch übersetzt. Und ja, die neuen Wege zeigen sich. Dankeschön. Ja, bei mir hat das ganz anders angefangen. Ich kenne Ayla schon seit 2016, seit sie mit den Mexikanern da war. Und mich hat das damals fasziniert, was sie da macht. Ich hatte ein Studio im 17. Bezirk und sie ist reingekommen und hat gesagt, hey, die Räumlichkeiten wären total geeignet dafür, können wir das da machen? Und so habe ich das Ganze kennengelernt. Und ich muss sagen, also mein Mann und ich, wir haben gemeinsam 7 Enkelkinder. Und die waren aber damals noch zu klein für Sehen ohne Augen. Und mir ist das Ganze aber nie aus dem Kopf gegangen. Ich bin immer wieder darüber gestolpert und dann waren sie dann endlich im Volksschulalter und haben mir gedacht, ja, jetzt melde ich mich mal bei der Ayla und frage sie mal, ob die das bei ihr lernen können. Und dann habe ich aber natürlich zufällig einen Vortrag irgendwie von ihr geschickt bekommen, wo sie das Ganze eben erklärt hat. Und da hat sie einen Satz gesagt. Sie hat gesagt, viele Großeltern haben das schon gemacht, um mit ihren Enkelkindern das Sehen ohne Augen zu aktivieren. Und ich habe gedacht, wow, das ist es. Ich muss sie nicht einzeln zu ihr schicken, sondern ich mache einfach gleich die Ausbildung. Und es waren gleich 4 in der Ausbildung und die konnten alle beim ersten Mal sehen und ich war sowas von begeistert. Es ist wirklich dieser Moment, wo die Kinder dieses innere Augen öffnen. Das ist unglaublich, was es auch mit einem selber macht, wenn man das miterleben darf und wenn man sieht, wie das auf einmal aufgeht und wie die Kinder darauf reagieren. Also es ist unwahrscheinlich und also ich mache das jetzt schon also mit... Ja, ich habe es jetzt schon mit 5 Enkelkindern inzwischen fertig, die komplette Ausbildung, und mit einigen Kindern, die auch von außerhalb gekommen sind. Und das wird sich in Zukunft noch verstärken, weil ich halt jetzt zur Meinung gekommen bin, es ist sehr gut das und ganz wichtig, das immer zu üben. Und die Eltern haben vielleicht nicht immer so diese Zeit, das mit den Kindern zu machen.
Und deshalb möchte ich das jetzt dann in Zukunft in einer Gruppe machen. Das heißt, die Kinder, die schon sehen können, die schon fertig sind mit der Ausbildung, lade ich dann regelmäßig immer ein. Und wir spielen miteinander, wir üben, wir machen dann verschiedene lustige Sachen, alles mit der Sehen ohne Augenbrille. Und auf das freue ich mich schon total. Genau, und ich durfte das Ganze bei der Jaela, die Lernwerkstatt 2021 machen. Und was mich so fasziniert, also ich habe es ursprünglich für meine Tochter gemacht, die auch sehen ohne Augen kann. Und das Tolle war, also der Freundeskreis kam dann ruckzuck dazu, weil sie es einfach gezeigt hat und ganz stolz waren, die Kinder alle gemeint haben, oh, das will ich auch können, das macht ja voll Spaß, da Verstecke zu spielen, weil man kann immer schummeln. ja, genau, und was ich so ganz faszinierend finde, ich hatte jetzt einen Junge da, der schon immer auf der Zehenspitzen läuft, also der Schlange in Ergotherapien zu massieren und so weiter. Und der war immer sehr hippelig und nervös. Und da war das für mich so wunderbar festzustellen über die Laufzeit. Der ist so in sich gekehrt, so bei sich angekommen. Und zum Schluss, der ist wirklich auf seine Füße gestanden, wo die Mutter gesagt hat, das kann sie gar nicht nachvollziehen, weil die haben so viel dran gearbeitet und er tut sich so schwer. Und das, ja, das sind einfach so die Momente, die mir einfach zeigen, ja, das ist genau der richtige Weg, da die Kinder zu begleiten. Und natürlich darf ich auch jedes Mal an mir arbeiten, wenn es mal nicht so funktioniert oder wenn irgendwelche Themen auftauchen. Ja, wir unterhalten uns ja untereinander und geben uns Tipps oder Ratschläge oder Fragen einfach. Und ja, es kommt immer wieder raus, schaut zuerst bei dir. Und das, ja, für mich ist natürlich dann ein riesen Benefit, weil mit jedem Kind ich einfach an mir kostenlos mitarbeiten darf. Ne? Und ja, das ist einfach das Schöne. Ja, ich kenne Jaela seit 2020, bin über ein Interview von OkiTalk auf dich gestoßen und ja, das war auch Wahnsinn. Ich konnte zwei Wochen nur noch daran denken und ja, prompt habe ich mich dann bei Jaela gemeldet und da war die Ausbildung auch schon terminiert. Dann bist du extra nach Freiburg zu mir gefahren und das war eine Riesenehre und ja, ich weiß noch, das erste Kind, das dann vor meinen Augen, ohne Augen sehen konnte, das war faszinierend und ja, das hat mir auch wirklich zu verstehen gegeben, dass es so wichtig ist, das auch noch ja, so vielen Kindern wie möglich beizubringen, damit, ja, wie du schön sagst, dass die Arbeit bei der Zelle der Gesellschaft oder an der Zelle der Gesellschaft und deswegen finde ich das so wertvoll. Die Svenja hat noch ganz, ganz kurz eine Minute. Ja, okay. Ich möchte noch kurz sagen, die Ausbildung, die die Jaela macht, ich kann sie jedem empfehlen. Ich habe vorher schon mit Erwachsenen gearbeitet, bin auch so eine Art Seelenwegbegleiterin und habe zu Jaela damals gesagt, du, ich möchte das mit Kindern machen, ich möchte arbeiten und gleichzeitig möchte ich das auch in die Erwachsenenwelt bringen, weil für die Erwachsenen, um dieses Sehen wirklich zu aktivieren, gibt es noch nichts. Und mir ist das ganz wichtig, dass die Kinder eine Begleitung haben, wenn sie diesen Raum quasi für sich betreten, dass dann auch Erwachsene da sind, die sie in diesem Raum begleiten. Und so habe ich auch in Absprache mit der Jaela Kurse auch für in Kleingruppen für Erwachsene ins Leben gerufen, wo man einfach für sich dieses Sehen erlernen kann. Und das ist sehr vielschichtig. Das ist zwar das physische Sehen, aber da geht es auch um ganz viel anderes Sehen. Das möchte ich noch gern sagen. Danke. Danke vielmals. Wir haben noch eine im Team, aber ich weiß, die ist noch, glaube ich, unterwegs. Oder Medina, bist du schon da? Nein. Okay, die hat zum Beispiel eine Nichte, eine 18-Jährige, die jetzt dabei ist. Sie hat es mit 16 gelernt, hat es geschafft zu sehen, macht jetzt die Matura heuer und sie sagt, das macht sie mit links. Eine Schülerin, die an und für sich immer wieder Probleme gehabt hat mit der Schule. Und das sind die wunderschönen Rückmeldungen, weil wir wissen, die Welt ist ein Theater, das wissen wir, die Schule erst recht, ein zweites Theater. Und wenn wir damit mit Freude und Leichtigkeit durch die Schulzeit gehen können, was können wir denn größeres Geschenk an unsere Kinder geben, ohne dass sie ihre Genialität verlieren? Und darum geht es, dass sie ihre Genialität, wir haben alle kleine Genies im Sinne von wirklich kreativen, menschlichen, kleinen Götter in unseren Händen. Und das Beste ist, dass wir am Ende der Schulzeit, die halt zurzeit noch so lange dauert, 9 Jahre mindestens, dass sie einfach noch so ursprünglich sein dürfen, wie wir es nur uns erdenken dürfen.
Danke vielmals. Danke, es war mir eine Riesenehre. Danke sehr. Dann gehen wir von da aus.